Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Replay Dreamfall Chapters mit dem Gecko Climber. Wir sind hier in der letzten Folge im Lager von dem Mr. Landen stehen geblieben und brauchen eine Antimaterie-Kammer und wir brauchen eine Dream Machine. Hier gibt's einen Alarm. Sieht aus, als gäbe es hier eine Alarmanlage. Vermutlich, damit keiner sich Landens sauer verdiente Hehlerware unter den Nagel reißt. Kann ich den hier mitnehmen? Nein. Warum liegt hier ein Schraubendreher? So. Die Dreamer haben sie auf der Seite des Warenlagers dort drüben. Ich muss irgendwie dahin, ohne dass mich einer sieht. Oh. Mr. Landen ist ein mitfühlender Mensch, Sozi. Er mag keinem wehtun, nur wenn er muss. Das schmerzt ihn, klar? Schmerzt ihn sehr. Aber auch Mitgefühl hat Grenzen und du überschreitest sie gerade. Du machst es uns allen bloß schwerer. Schau mal, Mr. Landen ist untröstlich. Er hat echt Tränen in den Augen. Das hier muss nicht sein, Sozi. Komm schon, mach's dir doch leichter. So, gestehe, der da stirbt mit Würde und weiter. Ich muss ihn da weglocken. Na gut, dann halten wir uns mal ein bisschen im Schatten und schauen mal, was wir hier hinten doch so finden können. Oh, Bots, und zwar nicht wenige. So, da vorne sind immer noch die Typen. Haben wir hier noch was Spannendes? Na, nicht so wirklich. Hey, den kenne ich hey, doch. Hey, das ist Adasbot, Kindbot. Was macht die denn hier? Er ist nicht aktiv. Hallo? Hey, das ist Adasbot, Kindbot. Was macht die denn hier? Ich hab gewusst, dass Ada dich verkaufen muss. Aber ich hätte nie gedacht, dass du hier landest. Tut mir so leid, Kleines. Ihre Anfrage kann nicht beantwortet werden, Mensch. Formulieren Sie Ihre Eingabe neu. Nein. Nein, ihr Bestien. Ihr habt Kindbot getötet. Ich glaube nicht, dass ich eine Bestie bin oder ein Kapitalverbrechen begangen habe. Bitte formulieren Sie Ihre Eingabe neu. Vergiss es. Komm, vergiss es. Das ist Kacke. Alles ist Kacke. Na, super. Jetzt müssen wir mal schauen, dass wir hier wieder irgendwie unseren Kindbot herkriegen. Ein Scanner? Sind ja wirklich gut ausgerüstet hier. Dieser Scanner sollte mir alle möglichen nützlichen Daten über Landens Waren liefern. Ich brauche was zu scannen. So, jetzt gucken wir mal, was wir hier hinten so auftreiben könnten. Vielleicht haben wir ja hier noch was Spannendes. Ah, ein Persönlichkeitsmodul. Noch mehr Persönlichkeitsmodule und noch mehr Persönlichkeitsmodule. Na komm, Sozi. Mr. Landen wird ungehalten. Was haben wir hier noch? Du ein würdest Schleichbot, nicht mögen, wenn Mr. Landen Bot? Ungehalten wird. Dann ist der... ganz und ein Packerbot. Alles klaro. Autsch. Siehst du, was du angestellt hast? Willst du dir das wirklich immer wieder antun? So, dann holen wir uns jetzt zuerst mal den Schleichbot und gucken mal, was passiert. Der hier? Assad Robotics präsentiert das Assad Drone Schleichbot Persönlichkeitsmodul. Wird hochgefahren. Bereit, jede gewünschte Handlung durchzuführen, Ma'am. Okay. Ich glaube, wir sollten noch nicht zu viel Aufmerksamkeit erregen. Was bedeutet, wir hetzen den... Moment, erstmal gucken. Kindbot hat man die Festplatte gelöscht und sie neu formatiert. Komm schon, Sozi. Ich warte auf Mr. Ihren Befehl, Landen wird Ma'am. Sauer. Ich werde und tun, Mr. was Landen getan wird werden dir nicht muss. Gefallen, wenn er sauer ist. So, können wir da was tun? Bedauere, Ma'am, ich bin nicht dafür konstruiert, menschliche Wesen anzugreifen oder zu verletzen. Das war echt knapp. Da hast du aber Schwein gehabt. So, musst du doch ein bisschen Kung-Fu-Botten in sich sein. Oder was haben wir denn noch? Schleichbot und Packerbot. Assad Robotics präsentiert den offiziellen Shaolin Assad Drone. Ihren Sparringspartner in der Kunst des Kung-Fu.
wird hochgefahren. Letzte Chance, Baby. Wie darf ich euch es heute wird bloß schlimmer, je länger du durchhältst. So, nein. Da haben wir jemanden, der Sparring machen möchte. Volle Grüße, Schüler. Was darf ich heute für euch tun? Hat das guck mal, der da hinten. Dann warte mal die nächste Runde ab. Oder verrate uns einfach, was wir wissen wollen. Wir machen dich kalt und Schluss so. Mit Schmerz und Leid. Auf na, geht's. Was sagst du? Der hat bestimmt Lust zu sparren. Wo willst du hin? Letzte Chance, Baby. Es wird bloß schlimmer. Okay, das funktioniert nicht. Das heißt, da brauchen wir wohl doch den Schleichbot. Melde mich zum Dienst, Ma'am. So, und jetzt guck mal, vielleicht kann der ja was tun. Dann warte mal die nächste Runde ab. Kisten? Oder verrate uns einfach, was wir wissen wollen. Ja, wir machen dich kalt und Schluss mit Schmerz und Leid. Ah, ja, sehr gut. Was sagst du? Was? Letzte Chance, Baby. Es wird bloß schlimmer, je länger du durchhältst. Nein? Hat sich die Kiste da gerade bewegt? Von allein? Hat das wehgetan? Dann warte mal die nächste Runde ab. Oder verrate uns einfach, was wir wissen wollen. Wir machen dich kalt aber und Schluss mit Schmerz und Leid. Ich verfüge nicht über die Kraft, die erforderlich wäre, um diese Kiste zu heben. Die Kiste ist zu schwer und meine Energiereserven werden in das Tarnsystem. Ja, das kriegen wir hin. Solange der jetzt da vorne steht, können wir dich jetzt zum Packerbot machen. Es ist spät, alle sind müde. Für alles, was sie zu transportieren haben, wird hochgefahren. Bitte warten. Mr. Landen scheint dich zu mögen. Sieht das was zu schieben, gutes zu Zeichen, heben, oder nicht? Zu schleppen komm, oder sonst irgendwie nicht. Von dann A nach B zu befördern? In den Schädel und wir spucken gehen alle Sie es aus, Boss. Naja, meine Zeit ist kostbar. So. Okay. Komm, jetzt schleichen wir uns mal an dem hier hinten vorbei. Psst, ganz leise. Letzte Chance, Baby. Es wird bloß die Klima haben die sie auf der Seite des Warenlagers dort drüben. Ich kriege das Ding nicht auf, solange die Kisten so gestapelt sind. Zum Glück haben wir einen Packerboss. Kannst du mir diese Kiste bringen? Dann warte mal die nächste Runde ab. Oder verrate uns einfach, was wir wissen wollen. Wir machen dich kalt und Schluss mit Schmerz und Leid. Na, was sagst du? So. Haben wir hier noch irgendwelche? Ach, guck mal an, noch ein Persönlichkeitsmodul. Ein Fängerbot. Willst du jetzt reden? Ist schon spät. Ah ja, das sind die Dreamer. Hinter uns, ja. So, was haben wir denn jetzt eigentlich hier? Es war viel Arbeit, diese modifizierte Dream Machine zu bekommen. Hoffentlich zahlt es sich aus. Komm jetzt, red endlich. Dann kriegst du das sieht jetzt auch nicht so. Jetzt sieht sehr offiziell aus, erstmal. Naja, du natürlich nicht. So. Okay, jetzt müssen wir hier gucken nach diesem Penning und DEW. Kiste. DEW. Danach sollte ich suchen, hat Hannah gesagt. Aber hier sind massenhaft Kisten mit DEW drauf. Welche ist die richtige? Ich tippe mal auf den Penning, sobald wir den haben. Hemiworth, Marston, da ist Penning. Ich hoffe so sehr, dass es das ist. Antimateriekammer. Na, was sagst du? Okay. So, und jetzt schön nach hinten weg. Und jetzt gucken wir mal, dass wir die Daten kriegen von dem Ding. Jo. Und dann sehen wir weiter. So. Genau, die Antimaterie kann man bitte das einmal auf den Scanner halten. Ich hoffe um Nelas Willen. Ja, es ist eine Antimateriekammer. Das ist es. Und wo ist die... Wartikop. Die wurden von der Wartikop hergestellt. Und London hat sie sich direkt ab Werk in China besorgt. Alles da, die gesamte Herstellungs- und Transportkette. Es ist genau, wie Nela sagte. Diese arroganten Scheißkerle.
Damit kriegen wir sie am Arsch. So, eine Antimaterie-Quittung. Alles klar. So. Was haben Henning, wir hier? Ich hoffe, das ist das, was ich suche. Ich muss die Lieferunterlagen einscannen und zurückverfolgen. Okay, und die will ich mir auch noch geschwind angucken. Dazu sagt sie gar nichts. Na gut. Triff dich mit Hannah. Na, das geht jetzt gleich schief. Und zwar so richtig mit Genuss. Also sobald wir da durch wollen. Sieht aus, als gäbe es hier eine Alarmanlage. Vermutlich, damit keiner sich Landens sauer verdiente Hehlerware unter den Nagel reißt. So. Letzte Chance, Baby. Es wird bloß schlimmer, je länger du durchhältst. So, passiert Nein? da jetzt? Ich trau mich jetzt einfach mal. Das ist der Alarm. Wir haben einen Eindringling. Oh nein. Den Alarm muss die Dream Machine ausgelöst haben. Oder verrate uns einfach, was wir wissen wollen. Wir machen dich okay. kalt und Schluss mit Schmerz und Leid. Na, was sagst du? So, das heißt, jetzt müssen wir den hier irgendwie... Die hier irgendwie ablenken. So, nehmen wir doch mal den Fingerbot und bauen den mal hier ein. Asad Robotics präsentiert das Asad Drone Wurf- und Fangpersönlichkeitsmodul. Konzipiert für gesundes Spiel. Wird hochgefahren. Bitte warten. Hey Champ, alles klar? Wollen wir eine Runde Ball spielen? Immer doch. Und zwar eventuell mit dem Typen spielen hier. Spielen wir! Gucken wir mal, was passiert. Geh aus dem Weg! Was zur Hölle macht denn der Bot? Beweg deinen glänzenden Arsch, Rostkübel! Das ist ein Home Run, Champ! So. Eine Schockkugel. Nein, das Ding hat eine starke elektrische Ladung. Das fasse ich nicht an. So, was machen wir mit dem? Letzte Chance, Baby. Es wird bloß schlimmer. Können wir du damit vielleicht die Alarmanlage? Komm doch mal hier. Hat das wehgetan? Dann so. Warte mal die nächste Runde. Und zwar zum Werfen jetzt auf den hier, bitte. Oh nein. Verfluchte Scheiße. Das ist das dritte Mal diese Woche, dass wir ohne Saft dastehen. Merda! Ich dachte, die Bullen hätten uns versprochen, dass man uns den Saft nicht mehr abdreht. Lee, schau mal nach dem Verteilerkasten. Ciao, du machst einen Komplettcheck und vergewisserst dich, dass wir keine ungebetenen Gäste haben. Okay, jetzt haben wir ein Zoe. Problem. Kleines? Kleines, du bist wieder da. Jawohl. Ich bin so froh, dass du wieder da bist. Ich auch. War ich denn fort? Eine Weile lang, ja. Aber jetzt ist alles gut. Wie bist du? Scheiße, da kommt jemand. Scheiße, scheiße. Die werden mich finden. Ich führe sie weg von dir, Zoe. Ich kann nicht verlangen, dass du das tust. Es ist gefährlich. Zoe, ich bin ein Bot. Mir kann nichts passieren. Lauf! Ich werde dich nie vergessen, Kleines. Danke. So, da sind wir raus. Ich war sicher, die hätten dich geschnappt. Hätten sie fast. Hast du alles bekommen? Ich glaube schon. Das ist es, oder? Die Antimaterie? Das ist es. Aber sei vorsichtig, wenn das kaputt geht. Ja, vielen Dank. Mir ist schmerzlich bewusst, was passiert, wenn eine Antimateriebombe losgeht. Dieses Medikamentenpflaster und die Frisur habe ich mir nicht ausgesucht. Und wohin jetzt? Ins Inferno, zu Mira. Sie wird uns helfen, hoffe ich. Und beeilen wir uns lieber. Landens Männer suchen bestimmt nach uns. Komm mit, wir nehmen eine Abkürzung. Okay, jetzt bin ich nur gerade am Überlegen. Hab mir das letzte Mal nicht doch noch diesen Kung-Fu-Bot da benutzt? Ich müsste mal nochmal nachgucken.
Entwarnung. Komm schon. Wir sind direkt neben dem Inferno. Süße. Was zum Teufel ist hier? Keine Zeit jetzt. Ich brauche deine... Was machst du denn hier mit? Sei still. Sei bitte einmal einfach still und hör zu. Okay. Ich höre. Ich brauche deine Hilfe. Davon hängt alles ab. Jetzt höre ich tatsächlich zu. Und neugierig bin ich auch. Das Ei ist bei mir eingebrochen. Sie haben versucht, mich zu verhaften oder zu töten. Das ist Hannah. Sie hat mich gerettet. Hallo. Wir kennen uns. Was hast du getan, verflucht nochmal? Ich weiß es nicht genau. Vielleicht war es, weil ich mich in die eingeloggt habe und sie wissen, wer ich bin und was ich kann. Was du kannst? Ach, vergiss es. Wir haben Beweise dafür, dass Wotty hinter dem Terrorangriff steckt. Was zum Verfluchten? Es ist nicht zu fassen. Materie und Antimaterie. Ambiplasma. Bist du irre? Du hast mit Madachodna Anti... Dieselbe Antimaterie wie bei dem Angriff. Man hat das Manifest zu Unrecht beschuldigt. Das Gerät da bringt die Wattycop in Zusammenhang mit dem Bombenanschlag. Oh, diese verfluchten Madachods! Ich kann das analysieren, kann die Messwerte mit denen vom Anschlag vergleichen. Aber wie stellt man den Zusammenhang her? Ich habe da einen Tipp. Schon mal vorgehabt, ein kriminelles Imperium aufzubauen? Keine Papierspur hinterlassen. Wird das reichen, um Wotty für den Angriff dranzukriegen? Vielleicht nicht. Aber Nela hat uns etwas dagelassen. Eine Aufzeichnung. Wir haben sie uns angeschaut. Sie ist ein bisschen beschädigt, aber wir dachten, du kannst sie vielleicht... Reparieren? Wahrscheinlich. Ich sehe sie mir mal an. Ohne Zugang zum Netz weiß ich zwar nicht, was das nützen soll. Gut, dass wir in den Gängen unten einen aktiven Zugangspunkt gefunden haben. Was bitte? Wie lange wart ihr denn da unten? Hannah zeigt dir, wie man hinkommt. Nimm das mit als Orientierungshilfe für unterwegs. Was mich betrifft, ich muss wieder in die Dreamtime, diesmal richtig. Ich hab's dir ja schon gesagt, Süße. Ich hab keine unlizenzierten Dream Machines. Wenn du dich mit einem normalen Dreamer einloggst, schnappen sie dich wahrscheinlich wieder. Ach, richtig. Hätte ich fast vergessen. Ja, fass ich's denn. Ein unlizenzierter Dreamer. Was zauberst du sonst noch so hervor? Ein Kaninchen? Ein Dutzend weiße Tauben? Das ist alles. Ich muss das Ding jetzt benutzen, und zwar hier. Ich kann nirgends anders hin. Und bringt das dann Wotty zur Strecke? Und tritt genau die richtigen Leute in die richtigen Ärsche? Davon kannst du stark ausgehen. Dann pflanz dich mal aufs Sofa. Ach, eins noch. Jetzt nervst du aber, Süße. Erinnerst du dich an die Daten, von denen wir gesprochen haben? Hier. Jetzt hast du es in der Hand und du kommst auch nicht mehr raus aus der Nummer. Du weißt, was du tun musst. Ist doch klar, ich nutze den Zugangspunkt in den unterirdischen Gängen und schicke den Kram an Sully bei der Hand That Feeds. Es wird aussehen, als schliefe ich könnte einiges passieren. Aber wenn ich recht habe, wenn ich mich recht erinnere, werde ich woanders sein. Ihr dürft mich weder wecken noch abkoppeln. Ich muss einfach wissen, dass ich hier sicher bin. So sicher, wie man in Propast überhaupt sein kann, Süße. Versprochen. Passt du auf mich auf? Habe ich ja schon versprochen. Okay, dann mal los. Man sieht sich bald. Hoffe ich. Was ist denn jetzt los? Madachodne Scheiße. Wo ist sie hin? Tja, jetzt ist die verschissene Scheißkacke real am Dampfen. So, ich glaube, damit sind wir durch soweit. Wenn ich mich recht erinnere, war das das Ende des Buchs, aber ich lasse mich auch gerne eines Besseren belehren. Nein, noch nicht ganz. Gejagt, Crossings. Mhm. Hier war ich schon mal. So, ja. Aber wir werden uns hier dann, ja, ich weiß auch, wo wir sind, aber wir werden uns das in der nächsten Folge dann nochmal in Ruhe angucken. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde dann sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!